Der Aufsichtsrat der Salzburger AG hat in der zweiten Dezemberwoche das höchste Investitionsbudget der Unternehmensgeschichte der Salzburger AG freigegeben. Nachdem das Unternehmen im Corona-Jahr bereits 170 Millionen Euro in den Wirtschaftsstandort Salzburg investierte, werden im nächsten Jahr 212 Millionen Euro aufgewendet. Wir sehen das auch sehr, sehr stark natürlich als Konjunkturmotor, als Wirtschaftsmotor, gerade für die heimische, für die Salzburger Wirtschaft. Worin investieren wir? 110 Millionen Euro in die Netze, das sind ganze Digitalisierungsschwerpunkte, weil wir etwa 35 Millionen Euro in Telekommunikation, Glasfaser, Lichtwellenleiterausbau, also Breitbandausbau investieren, sehr stark aber auch in die Bereiche erneuerbare Energien. Da haben wir auch über 30 Millionen Euro vorgesehen und nicht zu vergessen auch der Verkehr mit fast 20 Millionen Euro. Weiters ist die Salzburg bis jetzt stabil durch die Corona-Krise gekommen und hat das Jahr 2020 mit dem Wachstumsprogramm Hashtag Vorwärts genutzt, die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen. Weil Telekommunikation, Digitalisierung ein massiver Schwerpunkt unseres Wachstums ist und 2020 hat sich das schon ganz gut abgezeichnet. Zusätzlich hat die Salzburger AG Personal nicht ab, sondern sogar aufgebaut. Vor einem Jahr noch beschäftigte das Unternehmen 2268 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ende des heurigen Jahres sind es über 50 Mitarbeiter mehr. Kommen wir zu den Investitionen, die im nächsten Jahr getätigt werden. Über 100 Millionen Euro werden in stabile Netze investiert. Grund dafür sind zunehmend dezentrale Erzeugungsanlagen, denn diese benötigen mehr Netzkapazität. 105,7 Millionen Euro investiert die Salzburg Netz GmbH, die 100% Tochter der Salzburger AG im Bereich Strom, Fernwärme, Erdgas und Wasser. Ebenfalls in diesem Budget sind die Kosten für den Ausbau des Telekomnetzes und das Ausrollen der Smart Meter Technologie. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Investitionen im Breitbandausbau. Heuer hat die Salzburg AG in über 40 Gemeinden die Voraussetzung für echtes Fiber to the Home, Glasfaser-Breitband-Internet geschaffen. Wir haben ganz klar gesagt, wir investieren eine Viertelmilliarde Euro, damit wir in den nächsten Jahren jedem Salzburger und jeder Salzburgerin die Möglichkeit, Internet mit einem Gigabit pro Sekunde im Up- und Download zur Verfügung stellen können. Das intensivieren wir weiter, alleine nächstes Jahr 35,1 Millionen Euro für diesen Ausbau. Wir haben vor zwei Jahren 5G-Lizenzen erworben, Frequenzbänder erworben und können daher jetzt auch über Funk Breitband anbieten. Um auch beim Kabelfernsehen einen größeren Kundenkreis bedienen zu können, übernimmt die Salzburger AG mit 2021 das KTV-Netz Elsnet. Nächstes Jahr investiert das Unternehmen in den Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung. Rund 38 Millionen Euro werden für die Biomasseanlage Sitzenheim 2 veranschlagt. Dadurch wird der CO2-neutrale Anteil der Fernwärmeaufbringung vervierfacht. 2021 kommen neue Photovoltaikprodukte auf den Markt und um den Klima- und Energiezielen des Landes nachzukommen, fließen rund 7,3 Millionen Euro in den Umbau des Kraftwerks Rotgülden im Lungau. Auch bei der Elektromobilität geht es weiter. Hier konzentriert man sich auf Ladelösungen für zu Hause und in Betrieben. Die Obusflotte wird ebenfalls um 7 weitere hochmoderne Fahrzeuge erweitert. So werden hier 12 Millionen investiert und 7 Millionen gehen in den Bereich Salzburger Lokalbahn. Auch der Tourismus ist für uns natürlich ein Schwerpunktthema. Nächstes Jahr werden wir 6 Millionen Euro in die touristischen Angebote investieren. Das ist die Schafbergbahn, das ist der Wolfgangsee und die Wolfgangsee-Schifffahrt, das ist die Festungsbahn, das ist der Mönchsbergaufzug und ganz neu auch der Wasserspiegel, ein Wasserspiegelmuseum am Mönchsberg. Weiters hat der Aufsichtsrat den am 31.12.2021 auslaufenden Vertrag mit Vorstandssprecher Leonhard Schitter um weitere 5 Jahre verlängert. Mit 01.01.2021 wird die Energieexpertin und Physikerin Brigitte Bach ihre Vorstandsfunktion bei der Salzburger AG antreten.